Hallo und herzlich willkommen zurück zu Drawn Trail of Shadows. Hier ist Sabine die Cat. Wir stehen vor einer Wiese, wo wir nicht weiter können. So, das heißt, wir gehen mal hierher zu der Kiste, nehmen den Stock mit. Öl. So. Das ist die Palette. The wizard has blocked the way forward. Use what tools you can find to finish the painting. Only someone with your creativity can reveal the way. Be careful. So, also wir sollen uns den Weg freizeichnen. Das heißt, wir gehen hierher. Nehmen die rote Farbe mit. Und wir sehen schon, das ist die Vorlage. Und so müssen wir das Ganze dann ausmalen. Um das ausmalen zu können, benötigen wir jetzt aber die Farben. Wir gehen zurück zum Haus. Zu den Bienchen. Mit dem Stock können wir jetzt die Honigwabe da hinten rausholen. Und jetzt gibt es ein kleines Spiel. Wir müssen den Honig nämlich in den Topf tropfen lassen. Ja. Für den hungrigen Winnie-Pooh auf unserem Weg. Und die Wabe. Hier braucht man nichts mehr. Jetzt können wir zurückgehen ins Haus. Zu dem Topf am Feuer. Da schmeißt man die Honigwabe rein. Dann kriegen wir Bienenwachs. Und mit unseren ganzen tollen Utensilien gehen wir jetzt zum Schreibtisch. Können wir jetzt nochmal die rote Farbe hier einfügen. Die Palette hier hinten hin. Das Öl hierher. Und das Bienenwachs daher. Dann zerstoßen wir das Ganze mal. Und jetzt mischen wir. Fangen wir an mit Blau. Dann brauchen wir Öl dazu. Und Bienenwachs. Das Ganze verreiben mit der Spachtel. Dann sind wir schon blau. Ich nehme mal alle Grundfarben jetzt durch. Wieder dasselbe. Öl. Und Bienenwachs. Und Gelb. Und Öl. Und Bienenwachs. Und verreiben. Dann mache ich weiter mit Lila. Öl. Und Bienenwachs. Und wieder vermischen. Und Orange fehlt uns noch. Immer wiederholen das Ganze. Und dann brauchen wir noch Grün, das heißt Blau und Gelb. Und Öl. Und Bienenwachs. Und dann ist die Palette auch schon voll. Jetzt können wir zurückgehen und das Gemälde auf der Wiese fertig machen. Da legen wir die Palette her. Pinsel haben wir schon. Okay, ich fange mal an mit dem Weg. Den machen wir gelb. Links und rechts vom Weg die Erde ist orange. Die Sterne mache ich blau. Man sieht das auch schon im Hintergrund, wird das so. Die Farbe geht mit. Dann nehmen wir das Grün. Die Blüten lila. Schmetterlinge wieder orange. Und den Vogel mache ich schlussendlich rot. Der hat ordentliche Schneise da reingeschlagen. Gut, dann können wir weitergehen. So, da schatten wir uns wieder einen Weg voraus. Ich
Ich gehe mal zu der mittleren Stele hierher, zu dem Stern. Das ist eine Seite für unser Buch. Dann können wir das hier runterziehen. So, die Krähe hat jetzt einen grünen Stern fallen gelassen. Dann können wir das Ganze nochmal rausziehen. Ja, da steht halt jetzt nochmal dasselbe, dass der Zauberer halt seine Suche begonnen hat. Er ist durch den Garten, Wasserfall und er sucht den Giant. Und wenn er die Power, die Kraft wirklich erhält, dann wird er alles in finstere Nacht hüllen. Gut, dann drehen wir hier mal. Das können wir wieder reinziehen, weil ich zeige euch nämlich noch was. Hier hinten ist nämlich das nächste Schwendau. Das quiekt immer so lieb. Und mit der Hake hier können wir das Slob zur Seite geben. Dann bekommen wir den grünen Stein Nummer 2. Schwendau Nummer 4. Ja, ich glaube, so weit haben wir das jetzt. Noch ein Schwendau. Gut. Wir sehen jetzt hier Zeichen. Das Zeichen steht für Nummer 5. Und das Zeichen steht für 4. Dann können wir das hier schließen. Gehen hier nach rechts. Das ist jetzt praktisch nochmal die Gebrauchsanleitung. 4 nochmal das eine Zeichen, das ausschaut wie M. Und die Nummer 1 ist der Strich. Dann können wir hierher gehen. Und die Augen einfügen. Jetzt haben wir hier jetzt Nummer 5. Wir wissen, das Zeichen für Nummer 5 ist das hier. Und die Felder, die wir brauchen, sind auch markiert. Dann brauchen wir die Nummer 3. Ich mache die hier mal weg. Das ist die Nummer 3. Die Nummer 1, das heißt, die hier können weg. Und die Nummer 1 ist der Strich. Und jetzt brauchen wir die Nummer 6. Das ist das Zeichen für die Nummer 6. Und das fügen wir jetzt einfach auch wieder hier der Reihe nach ein. Das in der Mitte muss natürlich weg. So, thank you, you freed me from my stone prison. The wizard... Leider ist das abgeschnitten, was mich ein bisschen ärgert bei dem Spiel. Aber auf jeden Fall, der Weg ist jetzt frei. Er hat uns das Bildfragment aufgehoben. Und wir können jetzt weitergehen. Gut. Dann fügen wir das einfach hinten ein. What was once a dark forest became a garden full of light and color, and for a moment the wizard's curse was broken. But the setting sun brings long shadows. And in this garden, things were not entirely as they seemed. The garden. So, also wir haben den Fluch kurzfristig gebrochen, aber mit dem Untergang der Sonne kommen die Schatten wieder zurück. Und nichts ist mehr so, wie es zu sein scheint. Ich muss mich entschuldigen, meine Hähne machen da draußen ganz schön Lärm. Die freuen sich, die sind glücklich, die laufen kreuz und quer im Garten durch die Gegend. Und wir sind ja auch im Garten. Allerdings müssen wir jetzt die Ringe hier zusammensuchen. Da haben wir 1 und 2. Und gehen ein Stück vorwärts. Da haben wir die nächste.
nächsten Teile. So, und die haben sich da jetzt einfach rundherum gewickelt und uns wieder den Weg versperrt. Aber wie das dann schlussendlich wie die Lösung ist, das zeige ich euch dann beim nächsten Video. Ich mache hier wieder eine kurze Pause. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke einzuschalten. Und wie gesagt, Teil 1 und 2 von Drawn gibt es auch auf meinem Kanal. Wenn ihr Interesse habt, schaut einfach mal vorbei. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Tschüss!